Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute testen wir mal dieses Bike aus. Vroom, vroom. Genau, das ist unser Bike. Damit gehen wir heute zum Netto und kaufen passende Kies. Yeah. Yo, check mal den Speed aus. Der zieht ja richtig. 50 km/h, Jungs. 50 km/h mit dem Bike. Ja, auf jeden Fall. Heute gehen wir jetzt eine Kindis kaufen. Ich weiß nicht, ob man mich hört. Es ist sehr windig gerade, aber wir gehen jetzt eine Kindis heute kaufen. Ich nehme euch mit. Wir fahren jetzt zum Netto, beziehungsweise wir sind auf dem Weg zum Netto. Ja. Ey Leute, ich weiß nicht warum, aber hier fahren momentan voll die krassen Karren vorbei. Also gerade kam hier so ein Lotus angedüst, dann ein BMW und dann ein verfickter Twingo. Ein Twingo kam hier auch vorbei. Ein Twingo, Jungs. Ja, auf jeden Fall hatte ich beschlossen, mit dem Fahrrad zum Netto zu fahren. Und weshalb auch immer, ich habe mich die ganze Zeit verfahren. So Jungs, ich bin gleich da. Unser Boot läuft auf jeden Fall auch. Ja, Digga, was soll ich sagen? Nice, das ist hier Ghetto. Kurzer Auspuffcheck. Vroom, vroom. Alter, krasser V8 auf jeden Fall. Wir fahren jetzt hier lang. Jetzt bis ins Landung. So wie es aussieht, bin ich jetzt in der City, aber verdammte Axt, ich bin falsch abgewogen. Kleiner Trick, komm noch mal so. Ey Jungs, ich bin falsch gefahren. Meine Fresse, ich hätte beim Kreisverkehr rechts abbiegen müssen. Warum sagt ihr das keiner? Warum? Wir müssen jetzt erst Ausfahrt rechts. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Leute, seht ihr da oben? Stopp, weil ich hier so Fahrradfahrer langfahre. Ja, meine Straße, wenn jemand kommt, schnell drüber, Jungs. Digga, jetzt habe ich mich schon wieder verfahren. Kann mir doch keiner erzählen, dass es so schwer ist, um Netto zu kommen, meine Fresse. Ey Digga, ich bin Star, Digga, was? Was ist mit dem Netto passiert? Mensch, war's, Digga, ich weiß genau, wo er ist. Dort. So, Jungs. Wir sind da. Seht ihr das, was ich auch sehe? Netto. Ja, hoffentlich haben die nicht zu. Ey, Digga, wollen die mir ernsthaft erzählen, dass am Ostermontag Netto verfickte Scheiße noch zu hat? Digga, Merkel, mach Netto auf. Digga, wer hätte denn gedacht, dass genau heute Netto geschlossen hat? Auf jeden Fall habe ich mir da was Besseres überlegt. Wisst ihr, es ist eine Kindis Netto und Red Bull hat nicht geklappt. Planänderung, Jungs. Wir fahren jetzt zu McDonald's. Also ich habe gerade Leute mit einem... Ja, okay. Ich habe gerade Leute mit einem McFlurry gesehen. Das heißt, wir haben gute Chancen, dass Mc's offen ist. Ah, Jungs. So ein Pain, heute was zum Fressen zu bekommen. Ihr glaubt's nicht. So, Digga, wir kommen jetzt hier rein. Hier vorne, oder? Frohe Ostern, Jungs. Dazu kleiner Zwischenstand. Der Burger ist jetzt gekillt. Das Eis auch. Die Pommes auch. Aber ich habe noch einen Cola von mir. Oh, diesen Long Chicken, Bro. Achso, ich habe das Menü besiegt. Die Cola nehme ich mit. Und jetzt geht's gleich nach Hause. Absolut kein Bock, Jungs. Absolut kein Bock. Und als ich dann in Mc's ganz alleine am Tisch saß, wie der letzte Vollspaß, saß neben mir so eine Familie, die mich ganz Zeit komisch angestarrt hat. Der dachte dann auch wahrscheinlich, ich bin obdachlos oder so. Ja, aber um ehrlich zu sein, ich sah am Tag jetzt auch nicht aus wie in meiner Prime. Auf jeden Fall war dieser Mc's eigentlich ganz cool. Die hatten auch Erdbeere in ihrer Soße. Aber dort waren nur komische Menschen. Zum Beispiel saß neben mir so eine komische Familie mit ihren zwei Kindern, die ganze Zeit so komische Sachen gemacht haben. Das eine Kind wollte dann sogar noch barfuß durch den Laden laufen. Digga, ist das nicht eklig? Hier, hört ihr das? Kurz noch eben eine kleine Ankündigung, bevor ich es komplett vergesse. Yo, Neuigkeiten! Diesen Samstag ist ein Livestream geplant. Wir wollen zwischen 18 und 19 Uhr loslegen und wir wollen so lange streamen, wie es geht. Wir haben einen richtig fetten Streamingplan aufgestellt und mit dabei sind auch bekannte Personen wie Timothy, Birkendirk, Heiße Nudel und so weiter. Also wenn du dabei sein willst, markier es dir im Kalender. So Jungs, ich glaube, das ist das Ende vom Video. Was ich gerade mitbekommen habe, der YouTuber Zocker-T hat mich gegrüßt. Ich blende euch mal kurz das Video hier ein. Moin Leute, hier ist euer Zocker.de mit neues Video. Und ich möchte eigentlich in diesem Video nur jemanden kurz grüßen. Der macht gerade einen Livestream. Ja, ich meine dich, Grüßgeschrüpp. Grüße gehen an dich raus. Und danke, dass ich dich von YouTube-Kanal erwähnen darf. Auf jeden Fall, Zocker.T. Viele Grüße zurück.
Kannst du bitte im nächsten Video meinen Freund Saftige Erdbeere grüßen? Es wäre auf jeden Fall sehr fresh. Auf jeden Fall, Jungs, abonniert diesen Kanal, liked das Video, falls ihr mehr von dem Zeug hier sehen wollt. Dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.